meine Damen und Herren, jetzt sind wir wieder da und ich hoffe, dass Sie haben gut gegessen und dass Sie jetzt satt, zufrieden und guter Laune sind, weil jetzt muss ich Ihnen nämlich verraten, dass mir gerade etwas sehr Peinliches passiert ist. Also die Sache ist die, ich bin wirklich doof gewesen. Wie gesagt, nein, ich habe es ja nicht gesagt. Ich werde es sagen. Es ist überhaupt nicht lustig. Also die Puppe, die ich für diese Nummer brauche. Wir waren gerade beim Aufwärmen da wurde er plötzlich völlig ohne Grund so richtig unverschämt und sagte Dinge, die wirklich beleidigend waren. Und dann habe ich ihm so ganz automatisch eins auf den Nuss gegeben. Also ein bisschen doof, aber besonders wenn es aus Papier-Maché gemacht ist. Ich muss ein bisschen arbeiten, bevor er wieder auf die Bühne kommt. Also jetzt habe ich also wirklich ein Problem. Also ich hoffe, dass es hier einen netten Menschen gibt, der mir hilft. Aber ich brauche unbedingt Hilfe. Dario, auf diese Seite. Hey, Dario. Ja, meine Damen und Herren, Dario! Ja, meine Puppe ist, darf ich es sagen? Ja, weil meine Puppe ist ja nun unpässig. Und da habe ich doch ein Riesenglück, dass du gerade da bist und das genau richtige Aussehen hast, um dieses kleine Problem zu machen. Das ist doch fantastisch. Du hast doch nichts dagegen, für einen kurzen Augenblick meine Puppe zu sein. Na? Gar nicht? Und du bist gar nicht skeptisch? Na, gut. Aber ich kann dich auch versprechen, ich werde sehr vorsichtig damit sein, wo ich meine Hand hin tue. Ja, Dario, komm ein bisschen zurück. Bevor wir anfangen, möchte ich gerne ein bisschen darüber, womit du arbeitest. Was machst du beruflich? Was? Grafer. Entschuldigen Sie, ich bin dänisch, ich verstehe kein Wort. Kann du das irgendwie wie erklären? Was sagst du? Du sitzt den ganzen Tag an einem Tisch und schreibt Formular. Traumarbeit, ja. Also Dario. Ja, ich möchte auch gerne wissen, hast du eine Frau oder eine Liebste? Oder beides vielleicht? Du hast eine Freundin, okay. Und ist sie süß? Ja. Ja? Gut aussehen? Ja, man sagt, ich glaube, sie ist sehr gut. Also, Dario, was du machen sollst, ist ja ganz einfach. Also, vor allen Dingen gibst du mir deine linke Hand. Ja, wunderbar. Und dann sollst du dich ganz einfach entspannen. Du brauchst nicht nervös zu sein. Du bist doch nervös. Versuch mal tief einzuatmen. Komm. Ja, dann langsam, nochmal und langsamer. Ja. Spürst du, wie das hilft? Ja, wunderbar. Ja, und dann mit den Schultern. Ja, gut. Das funktioniert nicht, aber es sieht lustig aus. Ja. Und dann sollst du ganz einfach vergessen, dass du hier bist. Entspannen. Stell dir vor, dass es ein ganz normaler Tag ist und du bist auf der Arbeit. Ja, du kannst dich entspannen. Das ist wunderbar. Und dann sollst du ganz einfach den Mund öffnen, wenn ich deine Hand drücke. Das ist doch einfach, oder? Ja. Also, meine Damen und Herren, ich muss Ihnen verraten, dass das überhaupt nicht leicht ist. So, wenn es nicht gut geht, bitte ich Sie, uns das nachzusehen. Wenn es dagegen gut geht, hat Dario einen Riesenapplaus verdient. Alles klar? Ja. Ja. Wir wollen mal eben üben. Ich drücke, du öffnest. Ja. Kannst du ein bisschen weiter aufmachen? Also, sag mal, wenn du diese Formulare.
da bist du ja eigentlich so ein so ein guter Verkäufer, oder? Ja. Ja, ich spüre das, weil ja, ich sehe doch, dass du gewöhnt bist, deinen Mund zu öffnen, ohne was zu sagen. Also, wir versuchen nochmal, Herr Lüscher. Ah, das ist doch gut. Ja. Jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger. Wenn ich deine Hand lange drücke, dann hältst du den entsprechend lange offen. Ja. Das heißt, ein großer Druck, da du verstehst, wir versuchen es. Kannst du da gucken? Ja. Also wenn ich es probiert, öffnest du schnellst, ja? Ah, so. Das ist ja wunderbar. Als wäre man in Konstanz im Sea Life. Ja. Und meine Damen und Herren, jetzt sind Sie dran. Ich bitte Sie, sich vorzustellen, dass der Dario ein kleiner Junge von 5 Jahren ist. Er hat ein Hütchen auf und seine Lederhose an und er hat einen Traum. Er möchte sehr gern einen Teddybär. Ja. Ist doch lieb, oder? Ja. Und jetzt wollen wir ein Stimmchen für den kleinen Dario finden. Und du sollst nicht sagen, kein Wort. Nur den Mund an die rechte Stelle. Gut, ich hoffe, dass du bereit bist. Ja. Also ich habe mir eine etwas tiefere Stimme vorgestellt. Ja. Ich würde gerne eine Stimme irgendwo dazwischen. Also zum Beispiel die Stimme, die du benutzen würdest, wenn dein Chef kommt und sagt, dass du Überstunden sieben musst. Das ist ja wunderbar. Okay. Ich habe gedacht, wir wollen ein Liedchen über deine Titel singen. Kannst du gut singen? Ja. Das ist der Wunderschön. Und du darfst gerne deinen Mund ein bisschen weiter aufmachen. Wir versuchen es. Ich wünsch mir einen kleinen Teddybär. Einige Probleme mit der Synchronisation hier. Bist du auch so langsam in der Dann hör ich mit dem Joden jeden Tag. Weil ich den Teddybär so gerne mag. Ja, das ist. Weißt du was? Ich habe oft darüber gegrübelt, wozu man so einen eigentlich braucht. Wozu brauchst du den? Ich schlafe mit ihm. Du schläfst mit ihm? Ja! Hey, wie schön. Zu Hause? Nein, auf der Arbeit. Ja, morgens johlen bis bei uns die Sonne immer lacht. Kommt das große Finale. Jetzt sollst du nämlich jodeln. Ja. Du machst einfach weiter wie bisher, ohne was zu sagen. Aber jetzt darfst du deinen Mund öffnen, genau wie du willst. Nur musst du ihn jedes Mal weit aufmachen. Jole, der Hofsänger der Szene.